Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum montäglichen Märchen und Seife Seifenorakel. Schön, dass du dabei bist, wenn ich heute eine Karte aus meinem Seifenorakel-Kartenset ziehe und dir eine tiefsinnige Botschaft dazu erzähle. Zuallererst gibt's aber, wie immer, ein bisschen was Neues von Märchen und Seife. Ja, ein bisschen was stimmt. Es gibt nicht viel Neues, aber es gibt eine aktuelle Sache, und zwar dieses Wochenende am 8.9. Ja, am 8.9. Juni ist wieder Markttag, wieder in Schloss Liechtenstein bei Judenburg. Diesmal heißt das sogar die Markttage im Schloss Liechtenstein. Ich verlinke dir wie immer unten meine Homepage mit den Veranstaltungen, da kannst du nachschauen, da kannst du auch klicken, dann kriegst du eine Wegbeschreibung und den Link zum Schloss und ja, alles, was so dazugehört. Dann findest du hoffentlich hin und ja, vielleicht kommst du mich ja besuchen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, falls du in der Nähe bist. Jo, und das ist auch schon die wichtigste und einzige Neuigkeit, die ich heute zu erzählen habe. Ich werde das nicht verbessern. Am Wochenende ist Markttag auf Schloss Judenburg. Genau. Und dann komme ich auch schon zum Orakel. Jo, und ebenfalls wie immer werde ich dir vorher ein bisschen was dazu sagen, was ich überhaupt tue, was ich verwende und was du erwarten kannst und vor allem, was du nicht erwarten kannst. Genau so. Also ich verwende wie jeden Montag mein eigenes Orakelkartenset, das Seifenorakel. Warum, wieso und weshalb das ausgerechnet Seifenorakel heißt und was diese Seifen mit den Karten zu tun haben und umgekehrt, das erkläre ich dir in diesem Video, das ich letztes Jahr im Februar für dich aufgenommen habe. Da spreche ich ganz ausführlich darüber, wie es denn dazu gekommen ist, dass dieses Orakelkartenset entstand. Wenn ich sage meins, dann meine ich meins, weil ich es einfach selbst gemacht habe. Ich habe die Bilder gezeichnet, ich habe es entworfen, ich habe die einzelnen Karten ausgeschnitten und laminiert. Also es ist einfach mein Set. Genau. Es besteht aus diesen 16 bunten Themenkarten und einem kleinen Begleitheft, wo ich auf so einer winzigen DIN A7 Seite ein paar Anregungen geschrieben habe, wie man es denn benutzen könnte oder wie man denn die einzelnen Karten interpretieren könnte. Solltest du mein Seifenorakel am Montag allerdings ein bisschen länger verfolgen, wirst du ganz schnell merken oder hast du vielleicht sogar schon bemerkt, dass jedes Thema so vielschichtig ist und so viele andere Themen beinhaltet, dass ja, ich das gar nicht auf so eine kleine Seite schreiben könnte. Ich könnte ja pro Karte einen ganzen Roman schreiben. Und es obliegt einfach der Person, die die Karte zieht, was sie denn aus dieser Karte mitnimmt. Womit ich gleich zum nächsten Punkt komme. Ich sitze hier vor einer Handykamera. Das hast du vielleicht bemerkt, dass ich dir nicht direkt gegenüber sitze. Und deshalb ist auch diese Karte, die ich heute ziehe, nicht unbedingt für dich ganz persönlich von mir gezogen. Es ist eine allgemeine Botschaft. Ich nehme die Schwingung auf, die ich gerade erwische. Es kann natürlich sein, dass die Wege der Geister sind verschlungen. Diese Karte heute jetzt und hier, oder diese Botschaft genau heute jetzt und hier genau dich erreichen soll. Ne? Manchmal denkt man sich gar nicht. Manchmal ist es dieser Dings da, dieser Schmetterlingseffekt zum Beispiel. Ist das der Schmetterlingseffekt? Ich weiß nicht genau. Da schlägt ein Schmetterling irgendwo in China mit den Flügeln und in, keine Ahnung, Peru fällt ein Sack Reis um. Ne? Sagt man so schön. Wie gesagt, manchmal soll eine Botschaft einfach einen bestimmten Menschen erreichen. Solltest du gerade nicht dieser eine bestimmte Mensch sein, dann bitte ich dich aus dieser Botschaft, die ja trotzdem sehr allgemein gültig ist normalerweise, einfach das zu nehmen, was dir gut tut, was du gerade brauchen kannst und was gerade nicht zu dir passt. Das kannst du einfach im Raum stehen lassen und für die Person, die es gerade eben schon braucht und verwenden kann vor allem, ja. Jo, genau. Falls es dir gefällt, wie ich mit diesem Orakel arbeite, ne,
kannst du es selbstverständlich auch für dich haben. Und zwar verlinke ich dir, wie gesagt, unten meine Homepage. Da verlinke ich dir auch direkt die Unterseite zum Kartenset, also zum Shop. Und da bekommst du es dann von mir liebevoll verpackt in rosa glänzendem Seidenpapier mit Original-Wachssiegel drumherum zugeschickt. Ein Original-Wachssiegel deshalb, weil, wie gesagt, dieses Seifen-Orakel-Kartenset, das war echte Arbeit, echte Handarbeit vor allem. Und deshalb ist diese handgemachte Auflage ist auf exakt 100 Stück limitiert. Und wenn du es bestellst, bekommst du ein absolutes Original, denn diese 100 Stück, die habe ich einzeln beschriftet, abgestempelt und das ist dann hier durchnummeriert. Also du bekommst wirklich ein absolutes Original. Und jetzt habe ich mich mit meinem Text, den ich eigentlich auswendig können sollte, ordentlich verplappert. ich habe den schon so oft gesagt und irgendwie, ist so, wie es ist. Ich hoffe, du hast mich verstanden. Du kannst das Set für dich haben und bekommst ein nummeriertes Original. Jo, gibt es sonst noch was? Ich habe dir gesagt, dass das Orakel, dass du dir aus meiner Botschaft nehmen kannst, was du gerne haben möchtest, was du brauchen kannst. Ich habe dir gesagt, welches Set ich verwende. Und ich habe dir erzählt, dass nächste Woche, dass dieses Wochenende Markttag ist. Und ich denke, das war's. Dann kann ich jetzt starten mit der Ziehung. Also, so, Füße auf den Boden, Karten hoch, damit du sie sehen kannst. Nicht, dass ich hier schummle. So, also Schultern lockern. Ja, ich habe ein Bild hier. So, Schultern lockern und entspannen. Okay. Dann stelle ich den Karten meine übliche Frage. Also, wer von euch möchte heute, jetzt und hier in die Kamera gehalten werden? Welche Geschichte soll ich heute, jetzt und hier erzählen? Anas Lohn. Eine sehr symbolträchtige Karte. Du siehst hier eine alte Frau, vielleicht eine Oma, die ein kleines Baby im Arm hält. Und die Oma, die ist so in Silbern und das Baby ist in Gold. Die Oma ist wie der Mond, der gerade vorüberzieht. Und das Baby ist einfach wie die Sonne, die jetzt bald neu aufgehen möchte. Und im Grunde ist das die sehr kurz gefasste Aussage der Karte. Ein Zyklus geht und ein neuer beginnt. In dem Fall geht die Nacht und der Tag beginnt. Ja? Das kann man aber auf ganz, ganz viele Arten und Weisen interpretieren. Und ich möchte gerne etwas dazu sagen, was vielleicht gar nicht so explizit zu dieser Karte passt, was aber in mir drinnen unbedingt jetzt gesagt werden möchte. Und zwar hatte ich letzte Woche die Frage, ob es denn zu diesem und jenem Thema eine bestimmte Karte gibt. Ich brauche eine Karte, um, ich sage jetzt irgendwas, um mich selbst wiederzufinden. Oder eine Karte, um eine Seife, nicht eine Karte, eine Seife, um meinen Weg zu finden, eine Seife, um mich zu entscheiden, eine Seife, um dieses, um jenes. Gibt es denn eine Seife, die genau dafür da ist? Und meine Antwort war, nein, vielleicht. Grundsätzlich haben ja all meine Seife und all meine Karten ihr Thema. Nur, ich weiß nicht, was dein Thema ist. Wenn du sagst, du möchtest dich von deiner Vergangenheit befreien, ja, und ich glaube, das war sogar die Frage. Sie wollte ihre Vergangenheit loslassen. Also loslassen, nicht im Sinne von vergessen, sondern loslassen im Sinne von nicht mehr so darunter leiden, unter diesen Erinnerungen. Ja, wie, was man halt meint, wenn man sagt, ich möchte meine Vergangenheit loslassen. Hm? Und jetzt kommt es aber darauf an,
Weshalb kannst du sie nicht loslassen? Also ich kann dir nicht sagen, diese Karte hilft dir dabei, deine Vergangenheit loszulassen, obwohl diese Karte prädestiniert dafür ist, genau dieses Thema zu bearbeiten, natürlich. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Gründe, aus denen du nicht loslassen kannst. Hast du ein Trauma erlitten, ja? Dann musst du an diesem Trauma arbeiten. Dann musst du dieses Trauma irgendwie auflösen. Und nein, also ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist Vergebung, wie soll ich das jetzt sagen, dass du es richtig verstehst, das ist sehr schwierig. Vergebung ist ein sehr wichtiger Weg. Schritt. Vergebung ist etwas, was dir sehr viel Erleichterung bringt. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber, nur und ausschließlich dann, wenn diese Vergebung wirklich da ist, wenn sie wirklich geschieht, wenn du sie wirklich erlebst, empfindest. Ich habe seit ich mich selbstständig gemacht habe und auch vorher schon, das ist so reingeflossen, immer wieder, ich habe meinen Ring vergessen, naja, immer wieder werde ich konfrontiert mit dieser toxischen Positivität, wie man es heutzutage so schön nennt. Irgendwelche Begriffe, die aus jedem Zusammenhang gerissen, völlig verdreht interpretiert werden. Vergebung ist ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn sie stattfindet. Nur das, was jetzt propagiert wird in vielen, vielen Blasen, ich kann dir nicht sagen, ob bei dir, ja, ich sage nicht, dass du irgendwas falsch machst. Ich sage nur, das, was mir allgemein begegnet, ist eine verdrehte Vergebung. Nämlich eine Vergebung, die nicht wirklich stattfindet, sondern eine Vergebung, die eigentlich nur eine getarnte Verdrängung ist. Genau, Verdrängung. Jetzt habe ich das Wort nicht gefunden. Eine Verdrängung. Es nutzt nichts, wenn du sagst, oh, ich habe vergeben und ich fühle mich leicht und ich denke jetzt nicht mehr daran, an was auch immer, sondern das macht es eigentlich nur schlimmer. Denn das packt dieses Gefühl, das Schmerzgefühl, ja, das, was dir wehtut, das, was eigentlich krank ist oder zerstört ist oder das, was dieser Keim des Unwohlseins, ja, in dir, den du ja genau bearbeiten möchtest, weil er dir ja wehtut, den packt das einfach nur in eine Hülle ein, wo er ganz in Ruhe weiter schwelen kann, ganz in Ruhe vor sich hin eitern, ganz in Ruhe, stell dir vor, du hättest einen Splitter im Finger, ja, und du ziehst den nicht raus, sondern das wäre die Vergebung, den rauszuziehen und die Erleichterung erleben, ja, das kann man aber, glaube ich, ganz schlecht forcieren. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, soweit ich das erlebe und auch eben in meiner Umgebung sehe, ist das etwas, was als Folge geschieht, ja, und nicht als Aktion. Etwas, was geschieht, wenn man innerlich so weit ist. Wenn man innerlich so weit ist, dann ist diese Vergebung einfach da, dann ist das Thema einfach nicht mehr präsent, nicht mehr wichtig. Dann ist es einfach, ja, vergeben, weggegeben. Das kann man ganz schlecht absichtlich machen. So, nein, und dieser Dorn, ja, der sprichwörtliche, um da zurückzukommen, der simpelliche Dorn, der wird jetzt nicht herausgezogen, sondern der Finger wird einfach nur betäubt und der Dorn wird ignoriert. Es tut nicht mehr weh, weil ich nicht daran denke, es tut nicht mehr weh, weil ich die Nerven abgestellt habe, die das Signal an mein Gehirn schicken würden, oh du, da ist was, das tut weh, das muss raus, das entzündet sich, sondern ich fühle mich natürlich auch erleichtert, wenn es nicht mehr weh tut. Ja, das ist nicht das Thema. Es ist auch eine Erleichterung. Aber eine Erleichterung durch Betäubung ist ein völlig anderes Gefühl und eine völlig andere Basis als eine Erleichterung durch Vergebung. Ja, betäuben kann man mit Absicht. Ich kann mir eine Spritze in den Finger geben, ich kann mir den Finger abhacken. Ich kann den Finger in Eis baden. Ja, ich kann alles Mögliche tun, um diesen Schmerz
einfach nur zu betäuben und ihn nicht mehr zu fühlen. Und es gibt, also in meiner Erfahrung gibt es tatsächlich Schmerzen, da ist die Betäubung kurzfristig was Gutes. Und ich bleibe jetzt bei den körperlichen Schmerzen. Da gibt diese kurzfristige Betäubung, denn unser Gehirn ist so gemacht, und das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich irgendwo gelesen. Natürlich habe ich keine Quelle mehr, weil ich nicht mehr weiß, wo ich das gelesen habe. Denn das habe ich nicht gelesen, das habe ich in einer Dokumentation gesehen, in einer Dokumentation über Endometriose. Hat dieser Arzt da gesagt, und meine Erfahrung gibt ihm recht, dass Schmerz etwas ist, das nicht weniger wird mit der Zeit. Schmerz hört nicht von alleine auf, zumindest nicht, solange es den Trigger gibt. Im Gegenteil, Schmerz ist ja ein Signal ans Gehirn, und wenn du den Schmerz aushältst, dann wird das Signal einfach lauter und lauter und lauter und lauter und lauter, was auch in einer Betäubung enden kann natürlich. Deswegen ist die Ursache des Schmerzes aber noch lange nicht weg, sondern du spürst es einfach nicht mehr. Genau, und so ist es hier auch. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Verfliegt, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich mache einfach da weiter. Also, du kannst einen Schmerz betäuben, einen körperlichen sowie einen geistigen, sowie einen seelischen. Genau, und ich wollte sagen, eine kurzfristige Betäubung kann manchmal hilfreich sein, wenn der Schmerz schon zu stark ist und einfach nur noch schreit, so wie eine Alarmsirene. So, ja. Dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren, dann kannst du nichts mehr tun. Ja? Wenn du ganz schlimme Zahnschmerzen hast und es pocht und pocht und pocht und pocht und du bist schon ganz irre im Kopf, dann kannst du auch nicht mehr beim Zahnarzt anrufen, weil du dich nicht mehr konzentrieren kannst und vielleicht gar nicht bei der Nummer tippen kannst am Handy. Musst du nicht, weil sie eingespeichert ist, vielleicht hoffentlich. Aber ich glaube, du verstehst, also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn der Schmerz dich ganz kirre macht, dann kannst du nicht mehr darauf reagieren, außer wie wahnsinnig herumlaufen und versuchen, das irgendwie abzubauen. Man spricht nicht umsonst von einem verletzten Wildschwein, wenn jemand rasend vor Schmerz irgendwie Amok läuft. Und deshalb ist in dem Moment eine Betäubung, eine kurzfristige Betäubung, der Weg, einfach wieder agieren zu können, einfach wieder zu sagen können, okay, mein Zahn tut weh, mein Finger tut weh, mein Herz tut weh, meine Seele tut weh. Ich weiß das, es ist mir bewusst, da ist was richtig ordentlich kaputt. Ja, das muss repariert werden. Und deshalb, lieber Schmerz, mach mal kurz Pause, ich muss denken. Das heißt nicht, dass man den Schmerz bis zu seinem Lebensende betäuben soll. Man kann man natürlich machen, ich kann dich nicht davon abhalten. Und wenn du mit dem nicht spüren des Schmerzes glücklich lebst, bis du eben nicht mehr lebst, dann ist das genauso deine Entscheidung und da will ich dir nichts rein, wieso kann ich dir nichts reintreten, ja, das geht mich gar nichts an. Nur mein Weg, und auf diesem Kanal erzähle ich ja von meinem Weg, ist ein anderer. Ich bin durchaus der Meinung, dass ich den Schmerz kurz betäuben kann und dann kann ich meine Zahnärztin anrufen und sagen, oh, ich brauche einen Termin und zwar jetzt gleich sofort. Dann kann ich vielleicht sogar, je nachdem wie schlimm das ist, das Stückchen mit dem Auto zu ihr fahren und mich überhaupt bewegen. Ja, wenn der Schmerz zu schlimm ist, dann kann ich mich persönlich nicht bewegen, beziehungsweise nicht sicher im Straßenverkehr bewegen. Das wäre einfach lebensgefährlich. Und wenn ich möchte, dass der Schmerz weggeht, hilft es mir nichts, wenn ich vorher tot bin und überfahren werde. Ne? Ja, jedenfalls, oder ich kann, wenn ich den Splitter im Finger habe und der Finger schon so wehtut, ja, dass ich am liebsten die Decken hochwandern würde, so, wow, weil es so pocht und klopft und sticht und ich weiß nicht was alles. Wenn der Schmerz weg ist, kurz, kann ich ins Badezimmer gehen, mir eine Pinzette holen und in Ruhe, ohne so zu zittern und mich zu konzentrieren. Kennst du das, wenn es so wehtut, ja, und du musst dich fokussieren, so, ich muss jetzt, ne? Wenn der Schmerz kurz aufhört, Alarm zu schreien, ne? Kann ich hingehen, den Splitter rausziehen, kann die Wunde desinfizieren, kann sie versorgen, kann sie verbinden und dann muss ich nur noch abwarten, bis sie heilt. Abwarten geht nicht, solange der Splitter drinnen steckt.
Abwarten geht nicht, solange der Zahn pocht und klopft und entzündet ist und was auch immer, ja. Ich hatte noch nie so schlimme Zahnschmerzen, aber Zahnschmerzen ist etwas, was sehr bekannt ist, darum nehme ich es als Beispiel. Aber ich hatte schon ganz schlimme Schmerzen im Finger. Wirklich. Ich hatte mal einen entzündeten, eitrigen Fingernagel als Kind, weil der Fingernagel da eingerissen ist. Und oh ja, das tut weh. Andere Dinge tun auch weh, meine Migräne, aber die ist ein ganz anderes Thema. Da kann ich nicht einfach einen Splitter rausziehen. Bei der Migräne müsste ich vorbeugend arbeiten. Das ist eine andere Art von Schmerz und auf die will ich jetzt gerade eben nicht eingehen. Weil es nicht das Thema ist. Das Thema ist die Vergangenheit. Ja? Der Splitter kam in der Vergangenheit, der wunde Zahn kam in der Vergangenheit und jetzt ist er da. Die Migräne kommt immer in der Zukunft. Oder sie ist jetzt da. Und, ja. Und dafür ist eine kurzfristige Betäubung wirklich gut. Dann kann nämlich auch die Vergebung geschehen. Dann ist der Splitter draußen und dann kann das heilen. Und dieses Heilen ist die Vergebung, die automatisch geschieht. Da tust du nichts mehr aktiv dafür. Aktiv hast du den Splitter rausgezogen. So. Und passiv, als Folge davon, kommt eben diese Erleichterung. Und jetzt ist eben die Frage, wie du absichtlich diesen Splitter aus deiner Seele ziehen kannst. Und da kommt es eben wirklich darauf an, wie der Splitter, ja, auf die Geschichte des Splitters. Wie ist der hineingekommen? Wo kommt der her? Welche Art Splitter ist das? Es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen einem Schocktrauma und einem Entwicklungstrauma. Ein Schocktrauma ist etwas, das total schnell entsteht. Da siehst du etwas, bist vielleicht bei einem Unfall dabei oder du wirst angegriffen akut und hast dich einfach so erschrocken, bist einfach so erschrocken, dass du mit der Situation überhaupt nicht umgehen konntest in dem Moment, ja, weil dein Gehirn nichts Vergleichbares kannte und sich einfach momentan nicht zu helfen wusste. Und dann hast du dieses Schocktrauma und hast einfach wahnsinnige Angst, nochmal in diese Situation zu geraten. Beziehungsweise rufst du die Situation immer und immer wieder in Gedanken hervor, weil dein Gehirn einfach nicht fähig ist, das zu verarbeiten. So, ich bin keine Therapeutin und keine Psychologin. Bitte, wenn du Näheres darüber wissen möchtest, erkundige dich einfach selbst. Es gibt, ja, es gibt Möglichkeiten, sich da schlau zu machen. Das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Hinweis auf Dinge, die möglich sind und die es gibt. Nicht, dass du mich da bitte fehlinterpretierst. Ja. So, also Schocktrauma. Schocktrauma geschieht in einer Millisekunde oder in einer Stunde oder in einer Minute. Jedenfalls sehr kurzfristig. Und ein Entwicklungstrauma ist etwas, ist genau das, was jetzt bei so vielen jungen Menschen hochkommt oder was so viel bekrittelt und bemängelt wird, weil jetzt alle eine psychische Störung haben. Ne? Also ein Entwicklungstrauma ist etwas, was langsam geschieht. Das entwickelt sich, ja, wie der Name schon sagt. Das ist nicht eine Sache. Das sind ganz, ganz viele tausend Kleinigkeiten. Wenn zum Beispiel deine Eltern eine Verhaltensweise an den Tag gelegt haben, die nicht zu dir gepasst hat. Deine Eltern müssen deshalb keine bösen Menschen gewesen sein oder sein. Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Das muss man komplett strikt trennen. Es kann wohl sein, ja, dass die das absichtlich gemacht haben und irgendwelche narzisstischen Züge haben und absichtlich einfach ein Kind quälen wollten. Und so leid es mir tut, solche Menschen gibt es. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur so waren, wie sie waren oder so sind, wie sie sind und es nicht besser wissen oder wussten und es auch nicht erkennen können. Jetzt kann man darüber reden, dass die Eltern alles hätten anders machen sollen. Jetzt kann man aber auch darüber reden, wie denn? Und ja, das Thema geht sehr viel tiefer. Das möchte ich vielleicht nicht so intensiv aufrollen, sonst wird das Video wieder so lang. So. Es kann in der Familie was geschehen sein, einfach, dass du, oder vielleicht hast du einfach nicht zur Familie gepasst. Dieses typische schwarze Schaf der Familie ist nicht immer der massenmördernde, meuchelverlorene Sohn, sondern das ist manchmal auch einfach die Person, die sich weigert, an Familiendramen teilzunehmen.
Oder die Person, die nicht versteht, warum gewisse Strukturen sich eingeschlichen haben. Ja? Also es kann sein, dass einfach irgendwas nicht passt. Oder du wurdest als besonders introvertiertes Kind in eine ganz besonders extravertierte Familie hineingeboren. Ja, all deine Geschwister, deine Eltern, deine Großeltern lieben es, Party zu feiern. Immer sind irgendwelche Galen, immer sind irgendwelche Feste. Und du würdest dich am liebsten in einer Ecke verkriechen. Auch das kann auf Dauer anstrengend werden. Oder du hast immer zu schnell gesprochen für alle anderen, weil die alle zu langsam gehört haben, um dich zu verstehen. Ne? So, vielleicht Mobbing ist auch so ein Thema. Mobbing und Gaslighting. Auch das sind diese Dinge, die nicht in einer Sekunde geschehen, sondern die geschehen in wohldosierten Abständen, in vielen, vielen einzelnen Sekunden. Und das Thema am Entwicklungstrauma ist, dass es sich nicht nur selbst entwickelt, sondern dass es sich auch mit deiner Persönlichkeit verwickelt. Das heißt, wenn du dieses Traumaerlebnis von jetzt auf gleich aus dir herausreißen könntest, so platsch, flupsch, wie sie es in den Videos immer zeigen, also diese Fischgräten entfernen, was ich übrigens ziemlich, also ich kann da nicht zuschauen, aber ja, okay. Dann würde dir tatsächlich ein Teil deiner Persönlichkeit plötzlich abhanden kommen. Ob der wirklich fehlt oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, es ist so sehr mit deinem Verhalten, mit deiner Persönlichkeit verflochten, dass es einen Teil von dir als Menschen ausmacht. Wie bei einer Pflanze, wie bei einem, was fällt mir ein, bei einem Baum, der mit einem Draht, bei einem Bonsai, ja, der mit einem Draht geformt wurde, wenn du den Draht wegtust, weil er schon teilweise eingewachsen ist, ja. So übrigens kein besonders glücklicher, gesunder Bonsai, darum geht es ja. Aber wenn du einen Bonsai falsch pflegst und der Draht, der wächst sich da rein und dann kannst du den Baum verbiegen und gibt es genug Menschen, die eine Kunstart daraus machen. Entschuldige, ich habe mich verschluckt. Und du reißt diesen Draht dann da raus, zerreißt du quasi den Baum und tötest ihn im schlimmsten Fall. Also das kann man nicht so einfach entfernen. Ein Entwicklungstrauma kann man, wie gesagt, die Übergänge sind immer sehr, sehr fließend, ja, und es gibt kein Patentrezept. Ich kann nicht sagen, ein Entwicklungstrauma kann man einfach abarbeiten, ja, nichts einfach. Aber an einem Entwicklungstrauma kann man arbeiten. Man kann zum Beispiel, wenn man spontan vergewaltigt wurde auf der Straße, ist das ein furchtbares Erlebnis. Nicht nur der Schmerz, es ist dieses erniedrigende Erlebnis, dieses, da dringt jemand in dich ein, ja, in deine, nicht nur deine Intimsphäre, in dich, ja, nix Sphäre, sondern direkt in dich hinein. Und das ist einfach, du kannst nichts dagegen tun. Es ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Und da könnte man zum Beispiel, und ich will es jetzt nicht verharmlosen und ich will es nicht einfach machen, aber zum Beispiel die Möglichkeit, die Selbstkontrolle, die Grenzen wiederzugewinnen. Also verlorene Grenzen, also spontan verlorene Grenzen, solche, die wirklich sprichwörtlich, bildhaft und wortwörtlich eingerissen wurden, können grundsätzlich wieder aufgebaut werden, wenn die restlichen Bedingungen stimmen. Ja, ich weiß ja nicht, was vor und was nachher passiert ist. Ich weiß nicht, warum es überhaupt zu so einer Vergewaltigung gekommen ist. Wie gesagt, ich möchte das auf überhaupt gar keinen Fall verharmlosen. Das ist mir so, so wichtig, dass du weißt, dass ich da keine Scherze drum mache und auch kein Patentrezept jetzt mir einbilde zu haben. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber dann kannst du, können, nicht kannst du, können diese Grenzen, also haben eine Chance, wieder aufgebaut zu werden. Zum Beispiel, indem das Selbstbewusstsein gestärkt wird, zum Beispiel, indem man lernt, sich zu verteidigen für die Zukunft. Natürlich hat dieses Ereignis dann für immer irgendwie geprägt und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass du Maßnahmen ergriffen hast, um deine Kraft wieder aufzubauen. Ich sage immer du, ich möchte eigentlich nicht du sagen, weil es allgemein ist. Also dieses Ereignis hat Maßnahmen eingeleitet, die dazu geführt haben, dass man sich eben wieder aufbaut und die man sonst vielleicht nicht ergriffen hätte. Man hat im positiv formulierten Sinne dazu gelernt, dazu lernen müssen, um zu überleben. Und irgendwann
ist es möglich, ja, nicht zwingend notwendig, aber ist es möglich, dass man seine Grenzen und sich selber wieder so weit aufgebaut hat, dass man sagen kann, ja, das ist mir in der Vergangenheit geschehen, es wird mir nie wieder geschehen. Ich kann jetzt damit umgehen. Und eine Vergewaltigung ist vielleicht ein sehr harsches Beispiel. Nimm irgendetwas anderes. Nimm die Tatsache, dass du auf einer Bananenschale ausgerutscht bist. Ja, wie im Slapstick. Einmal geschehen, wirst du vielleicht zukünftig darauf achten, wo Bananenschalen liegen. Es tut fürchterlich weh. Du hast vielleicht einen gebrochenen Arm, ein gebrochenes Bein, eine Gehirnerschütterung, irgendwas, ja, was eher schlimm ist, ja, darum geht es ja, sonst wäre es ja kein Trauma. Wenn nichts passiert, ist kein Trauma, ne? Wenn du ausrutschst und dir einen blauen Fleck am Popo holst und dann wieder aufstehst und weitergehst, ist es per Definition kein Trauma. Also ein Trauma ist es dann, wenn was Schlimmes passiert ist und dich und nachhaltig in dir wirkt. Wie gesagt, ganz, ganz kurz formuliert. Bitte nicht als ausführliche Definition nehmen. Und ja, du hast das jetzt, bist auf diese Bananenschale ausgerutscht, hast dich fürchterlich verletzt. Du wirst wieder gesund, du kannst das und wirst zukünftig aufpassen. Also nein, nicht die Bananenschale ist schlecht. Im Schwimmbad bist du herumgelaufen und bist ausgerutscht. Und ab jetzt wirst du Badeschlapfen tragen. Jawohl, genau. Sowas in die Richtung. Das kannst du bei einem Schocktrauma tun. Bei einem Entwicklungstrauma, wie gesagt, das mit dir verwachsen ist, da sind die Grenzen nicht schnell niedergerissen worden, sondern da wurden sie nie aufgebaut. Und das ist eine völlig andere Basis, mit der musst du komplett anders umgehen. Und genau deshalb sage ich, nein, es gibt keine Seife, die ich dir empfehlen kann, die dabei hilft. Dazu müsste ich unendlich viel mehr über dich wissen, also die ich dir jetzt spontan hier im Gespräch empfehlen könnte. Dazu müsste ich unendlich viel mehr über dich wissen. Und selbst wenn ich all das über dich wüsste, bin ich mir nicht sicher, ob meine Bildung dafür ausreicht, dir das Richtige zu geben. Also bei einer solch wichtigen, also einer tiefgründigen, sondern professionellen, fachspezifischen Frage, würde ich dich einfach weiter verweisen. Ganz ehrlich. Bei einfachen Kleinigkeiten, ja, da gibt es Seifen. Bei Dingen, die nicht traumatisierend auf dich gewirkt haben. Genau. Und jetzt zurück zu dieser Karte. Warum erzähle ich dir das alles? Warum? Ich habe vorhin gesagt, weil sprudelt, aber während ich so gedacht habe und gesprochen habe, kam mir, dass das eigentlich wunderbar zu dieser Karte passt. Nämlich die Vergebung ist ein ganz wichtiger Teil. Du hast also irgendetwas erlitten, ja? Egal was. Es kann was Großes gewesen sein, es kann was Kleines gewesen sein. Es hat dich beeinflusst und es geht dir nicht gut damit. Und es wurde dir von jemandem angetan. So, was kannst du machen? Du kannst diesen Menschen natürlich damit konfrontieren. Du kannst diesem Menschen sagen, hey, das, was du gestern gesagt hast, das hat mich verletzt. Wir beginnen jetzt wieder bei Kleinigkeiten. Ne? Wie gesagt, keine großen Traumata, einfach nur Kleinigkeiten. Wir sind hier bei Orakelkarten und nicht in der Psychotherapie. Also, das, was du gestern gesagt hast, hat mich wahnsinnig verletzt. Jetzt kann die Person das erkennen in dem Moment und sagen, oh mein Gott, das tut mir so leid, das war überhaupt nicht meine Intention, ich wollte einfach nur, keine Ahnung, entweder ich habe es ganz anders gemeint und das war ein Kommunikationsthema oder ich habe das nicht realisiert und wollte einfach nur reden und ich habe nicht daran gedacht, dass dich das verletzen könnte oder was auch immer. Also entweder die Person hat eine plausible Erklärung, mit der du leben kannst und dann denkst du dir, okay, war ein Missverständnis auf irgendeine Art, von irgendeiner Seite. Und das ist okay, das schieben wir jetzt ad acta. Das ist geklärt. Eine Erinnerung, eine Erfahrung. Ja, man muss es nicht vergessen. Und gleichzeitig muss man aber auch nicht ewig drauf herumkauen. Ne? Geklärt. So.
Oder die Person ist nicht einsichtig und schimpft dich vielleicht noch und macht Opfer-Täter-Umkehr und sagt dir, du bist selber schuld und bla und bli. Oder sie sagt, oh ja, es tut mir so leid und am nächsten Tag macht das Gleiche wieder. Ja, es gibt's alles. Dann kannst du, ja, es ist jetzt platt, aber du kannst die andere Person nicht ändern. Du kannst sie auf einen blinden Fleck aufmerksam machen. Ja. Jeder kann auf einen blinden Fleck aufmerksam gemacht werden. Denn das ist ja die Eigenschaft von blinden Flecken, dass man sie selber nicht sieht. Hm? Ob die Person dann hinschaut oder nicht, liegt in ihrer Entscheidung. Und nur weil du sie auf diesen blinden Fleck aufmerksam gemacht hast, ist es nicht zwingend notwendig für diese Person, da hinzuschauen. Denn sie entscheidet sich nicht dafür, ein böser, gemeiner, unreflektierter, ich weiß nicht, was für ein Mensch zu sein, weil sie nicht auf diesen blinden Fleck schaut, auf den du sie so hingewiesen hast. Denn es kommt auf so viele Dinge an schon wieder. Es kommt darauf an, wie du sie hingewiesen hast. Ob du überhaupt befugt bist, hinzuweisen. Natürlich bist du befugt, deine eigenen Grenzen zu setzen. Ja, klar. Aber wenn du sagst, das stört mich, das verletzt mich, und die andere Person sagt aber, okay, ich finde dieses Verhalten aber wichtig, weil ich habe auch meine Geschichte im Hintergrund und ich möchte mich so verhalten, beziehungsweise ich habe mich entschieden, mich so zu verhalten, oder beziehungsweise ich möchte jetzt gerade eben auf diesen einen Punkt nicht hinschauen, weil er gerade nicht wichtig ist für mich, weil ich gerade andere Dinge zu tun habe, die mich komplett und voll und ganz einnehmen, oder ich bin nicht bereit dafür, oder ich bin, ja. Also ich würde einen Menschen niemals verurteilen, weil er seinen eigenen blinden Fleck jetzt gerade eben nicht anschauen kann oder nicht anschauen möchte. Schon gar nicht, wenn das ein Mensch ist, mit dem ich jetzt nicht so eng verbandelt bin, dass es mich wirklich und ernsthaft etwas anginge. Es gibt ja Leute, die meinen, es geht sie alles etwas an, ne? Die einen ständig auf irgendetwas hinweisen, die sagen, also weißt du, ich finde diese Farbe, die steht dir überhaupt nicht. Und ich sage, okay, und warum sagst du mir das jetzt? Weil, was soll ich denn damit anfangen? Ich kann mich jetzt spontan nicht umziehen, weil ich bin irgendwo im Meeting oder in der Straßenbahn oder ich weiß nicht wo, ja? Ich kann eigentlich nichts mit dieser Information anfangen, um es jetzt zu ändern. Und abgesehen davon ist es mir ziemlich egal, ob diese Person findet, dass mir die Farbe steht, weil sie rettet mir damit jetzt nicht unbedingt das Leben. Weil wenn ich die Farbe trage, dann trage ich sie halt und die nächste Person denkt, sie steht mir gut. Und wichtig ist in dem Fall, wie ich mich damit fühle, ob ich selbstbewusst herumlaufe oder nicht. Und wenn ich jetzt ein sehr empfindsamer Mensch bin, habe ich dann den ganzen Tag im Hinterkopf, oh Hilfe, die Farbe steht mir nicht. Am Ende denkt jetzt jeder, ich habe keinen Geschmack oder ich weiß nicht was, ja, was man sich so denken kann. Und dann fühle ich mich den Tag über unwohl und dann passieren mir Dinge, die mir sonst, unangenehme Dinge, die mir sonst nicht passieren würden, weil einfach meine Mitte aus dem Wanken geraten ist. Und dann kommen diese Personen und sagen, ach, aber ich habe es dir doch nur gesagt und wenn es dir nicht passt, dann kannst du es ja einfach abtun, ne? Aber umgekehrt, wenn dir meine Farbe nicht passt, kannst du das nicht einfach abtun, ne? Es ist eine sehr doppelmoralige Geschichte. Jedenfalls kannst du, ja, es tut mir leid, aber in solchen Personen kannst du nichts ändern. Du kannst nichts machen, außer sie entweder immer und immer wieder in ihre Schranken weisen. Ne? Manchmal reagieren sie darauf. Du kannst versuchen, an dir selber zu arbeiten. Und wieder, bitte nicht im toxischen Sinne. Ich kenne eine Frau, die hat Schwierigkeiten mit ihrem Mann, der sehr brutal ist, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und sie sagt immer, ach, es liegt ja an mir. Ich bin ja immer so eifersüchtig und ich bin ja immer so dieses und ich bin ja immer so jemand. Es ist ja kein Wunder, dass er dann ausflippt. Ja, zum Streiten gehören zwei. Und Opfer und Täter ist nicht immer so klar definiert, ne? Im Endeffekt habe ich bei diesem Paar das Gefühl, dass sie es beide brauchen und dass sie beide eine gewisse Macht übereinander ausüben und ja, wenn es ihnen Freude macht, sich gegenseitig zu provozieren und diese Provokation dann eskalieren zu lassen, dann, wie gesagt, geht mich das nichts an.
nicht im engeren Sinne. Es ist deren Entscheidung, dass sie trotzdem zusammenbleiben wollen. Fakt ist, wenn ich sage, du kannst an dir arbeiten, meine ich, dass du so an dir arbeiten sollst, dass du gesund bleibst. In jedweder Hinsicht. Nicht irgendwelche Mauern und Grenzen aufbauen, die dich so einhüllen, dass du eigentlich mehr drinnen gefangen bist, als dass sie dich schützen. Und auch nicht dich so zu verdrehen, zu verbiegen, dass du der ganzen Welt halt passt. Du kannst es nicht jedem recht machen. Geht nicht, wird nichts. Also an dir arbeiten meine ich, dass du deine eigene Mitte findest und selber weißt oder spürst oder versuchst zu spüren, was gut für dich ist. Ist es gut, mich abzugrenzen? Ist es gut, einfach wegzugehen? Ist es mir das wert, dass ich es noch eine Weile aushalte und hoffe, dass sich die Situation verändert oder was auch immer, ja? Du kannst dich natürlich abschirmen, aber bitte nicht einmauern. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und davon erzählt diese Karte. Diese Karte erzählt nicht nur davon, dass etwas Schönes übergeben wird und dass die Ahnin ihr Leben gelebt hat und jetzt an die nächste Generation all ihre Erfahrungen weitergibt, ihre schönen, positiven, all ihr Wissen, sondern sie erzählt auch davon, dass du nicht alles annehmen musst, was dir da entgegengeworfen wird. Ja klar, wenn du mit Schlamm beworfen wirst, dann biegt er erst einmal auf dir und dann kannst du ihn wieder abwaschen. Ja? Auch das ist eine Grenze, die du sagen darfst. Hey, hörst du auf, mich mit Schlamm zu bewerfen? Und dann sagt der andere, ja, du musst den Schlamm ja nicht annehmen und kannst ihn wieder abwaschen. ja. Ich habe trotzdem die Arbeit. Ich verbrauche meine Lebenszeit, um diesen Schlamm wieder von mir abzuwaschen, nur weil du es lustig findest, ihn auf mich zu werfen. Ja? Also, ich könnte mich ja abschirmen und dann würde er mich gar nicht erreichen. Ja, genau. Und ich laufe ständig mit hochgefahrenen Schutzschildern rum und verbrauche, keine Ahnung, welchen Prozentsatz meiner Energie dafür, mich gegen irgendwelche verrückten Schlammwerfer abzuschirmen, weil die Schlammwerfer, ja, gegen die kann man ja nichts machen. Die tun ja einfach nur. Man muss ja nichts annehmen. Also nein. Man muss nicht alles annehmen, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen und man kann auch mal den Schlamm zurückwerfen einfach. Jawohl. Er ist dann trotzdem da und es ist trotzdem immer noch ein Energieaufwand, der da forciert wurde. Aber ja, ich habe selbst noch keine allgemeingültige Strategie für mich gefunden, die immer funktioniert. Ich weiß nur, dass es mit der Zeit besser geworden ist. Also früher habe ich ja wirklich alles angenommen und mir gedacht, ja, bring es einfach her, ich schmeiße es dann irgendwann weg. Ich habe es aber nie weggeworfen. Nicht die materiellen Dinge und nicht die, ja. Und deshalb hatte ich dann hier den gesamten Haushalt meiner Uroma liegen, weil ich nicht wollte, dass es weggeworfen wird. Und ich dachte mir, ich sortiere das aus und dann kann ich es ja immer noch wegwerfen. Ja, was ist passiert? Ich hatte das ganze Zeug da und natürlich keine Zeit und keine Nerven, irgendwas wegzuwerfen, weil in meinem Leben da gerade andere Dinge passiert sind, die mich sehr eingenommen haben, wie gesagt. Und ja, irgendwann habe ich es dann doch entsorgt. Blutenden Herzens übrigens, weil dann war es schon da und dann war es doppelt anstrengend. Aber es war nachher sehr befreiend und das ist okay. Und ja, um zurück zu der Karte zu kommen, die Ahnen, ja, die jetzt nicht nur blutsverwandte Menschen sind, sondern in dem Fall gilt jeder, der vor dir da war. Jeder, der eine Aktion tut, die dich beeinflusst, gilt in dem Fall als energetischer Ahn. Also, das ist eine sehr seltsame Formulierung, aber ja, so irgendwie. Jeder, der vor dir etwas getan hat, woraufhin du eine weitere Aktion tust, also ausgelöst dadurch. Vielleicht tut jeder Mensch im Augenblick sein Bestes, oder? Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass alle Menschen nur so gut handeln, wie sie es im Augenblick können. Egal wie weh es tut, egal wie verrückt es ist und egal wie unangenehm es für den Rest der Welt ist. Aber deswegen muss man nicht alles gutheißen. Man darf von Menschen erwarten, dass sie zwei Schritte vorausdenken. Zumindest soweit sie es können. Und man darf von Menschen auch ein bisschen Respekt erwarten. Und ich muss nicht jedes kaputte Teil und jede kaputte Seele in mich aufnehmen.
und die versuchen zu reparieren. Das kann ich gar nicht. Also Annas Lohn kann auch sein, wie bei der Pechmarie, Annas Lohn muss nicht unbedingt etwas Beglückendes und Befreiendes sein. Annas Lohn kann auch sein, dass sie am Ende alleine stirbt. Es kann sein, dass diese Anna da einfach ein boshaftes altes Weib war. Ja, verzeih mir diese Ausdrucksweise. Um diese noch ein keiner schert. Die einfach sich ihr Leben so gebaut hat, dass sich alle anderen Menschen von ihr entfernt haben. Und ja, die Botschaft ist jetzt im Grunde erstens, du musst bei dieser Anna nicht bleiben, wenn sie so ist. Und zweitens wünsche ich mir für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, dass er nicht zu so einer Ahnung wird. Dass er zu einem Ahn wird, an den man gern zurückdenkt, den man gern begleitet, dem man gern auch mal hilft, wenn es selber nicht mehr geht. Einfach jemand sein, der nicht traumatisiert, zumindest nicht absichtlich, sondern einfach jemand sein, der ja einen Beitrag zum großen Ganzen leistet, der in irgendeiner Weise wertvoll ist, der in irgendeiner Weise das große ganze Gefüge einfach zusammengehalten hat. Das muss nicht was großartig Tolles sein. Es reicht, seinen eigenen Platz auszufüllen. Und dann kann man auch anderen Menschen begegnen und ja, zumindest kein Trauma weitergeben. Jo. Das war's, was ich dir heute erzählen wollte. Jo. Und damit, das war jetzt ein Schlusssatz und das war kein Ende. Ja, damit werde ich das jetzt abschließen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Und ja, wie gesagt, falls du in der Nähe bist, am Wochenende bin ich in Judenburg, um das mit einem schönen Ereignis abzuschließen. Denn der Markt in Judenburg, also dieser Anton vom Lichtenstein heißt er, glaube ich. Oder dazu unterschreibt er immer Anton vom Lichtenstein, so unterschreibt er seine Nachrichten immer. Der und sein Team, seine Familie, ich weiß gar nicht, wer das ist, also die machen das wirklich unglaublich toll. Die sorgen dafür, dass schöne Erinnerungen geschaffen werden. Und ja, wie gesagt, falls du Zeit und Lust hast oder falls du jemanden kennst, der in der Nähe wohnt, eine klare Empfehlung für einen Wochenendausflug. Und angeblich soll das Wetter ja schön werden, hat der Wetterbericht gesagt. Wir werden sehen, ob er recht hat. Ich würde mir wünschen, dass dieser Regen jetzt mal eine kurze Pause macht. Aber naja, das Wetter ist kein Wunschkonzert und wir werden sehen, was daraus wird. Jedenfalls, wir sind sowieso indoor, also ich bin unter Dach, falls du vorbeikommen möchtest. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Hab eine schöne Zeit. Mach dir eine schöne Zeit. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Märchen und Seife-Seife-Orakel am Montag. Ich freue mich auf dich. Bis bald.